Wie darf ich Ihnen denn heute helfen? Ich benötige einen neuen Kindersitz. Einen neuen Kindersitz, ja. Okay. Dann ja. würde ich Sie bitten, dass wir einmal in die Autositzabteilung ja. gehen und wir folgen. Ja. Ja. Sehr gerne. Dankeschön. Hast du, hörst du auch Vögelgezwitscher? Hör nur ich die Vögelgezwitscher? Ja, eine Beruhigung. Wir haben kein Verkaufsradio, aber so ein bisschen Vogelgezwitscher um. Aber es geht ja im Babygeschäft auch ums Vögeln. Ah, also verstehe. Soll Lust machen sozusagen. Ja, zum Beispiel. Geschäftsfördern. Es geht ums Vögel. Ah, wegen Bumsen. Habe ich da was? Ich würde ja sagen, schön hier, aber wäre gelogen. Ah! Hallöchen. Du fällst direkt auf in meiner kleinen Stadt hier. Was ist das denn für eine kleine Stadt hier? Schön bergisches Land. Das Solingen. Die Stadt der Messer. So lala, würde ich sagen. Was findest du? Ja, nee, aber ist das deine Heimatstadt wirklich? Ja, hier bin ich geboren, hier. Die hast du... Hier bin ich quasi bei meiner Mutter raus. Ist die Fruchtblase geplatzt. Hier ist der Eingang unserer alten Kneipe, hier bin ich rausgefallen. Wirklich, ist das der Eingang? Ja, das war der Eingang, leider. Das war der Eingang, diese Gaststätte, und das war mein Kinderzimmer. Ernsthaft jetzt? Ja. Also das war ein... Da das war eine Tür Kneipe, und... Da mit dem typisch griechischen Namen, der Bergische Hof. Und, hier bin ich, ich kann jetzt sagen, hier, wo wir gerade schon dabei sind, ja. saß ich mit meinem Popo und ich erinnere mich, dass ich so ganz, immer so ein kleines Paket war. Und wenn die Gäste hier rausgefallen sind, dann habe ich gesagt, warte, komm, ich bring dich nach Hause. Oh, wirklich? Du hast sie da nach Hause gebracht? Ja, oh, süß. Weil hier ganz viele Stammkunden wohnen, hier vorne und da und da hinten. Und da war das schon fast Tradition, dass ich sie dann sage, komm, ich bring dich eben über die Straße mit so 3-4 Jahren. Und hast du das dann auch gemacht? Weil viele sind ja so betrunken, dass sie gar nicht mehr alleine über die Straße gehen sollen. Ja, manchmal haben die dann angerufen und haben gesagt, hör mal, ich schicke jetzt das kleine Teufelchen, so, das war mein Spitzname, die schicke ich jetzt wieder zurück, nur dass du Bescheid weißt, die hat mich gerade nach Hause gebracht. Ach, wie süß! Ja, ja. Und ich glaube, da ist auch noch ein Abdruck von deinem Popo. Ja, der war ganz klein. Der war ganz klein, der Popo, so, das da. Und kriegst du da jetzt ein bisschen Melancholie auch ins Gemüt, wenn du hier stehst? Wann wurde die Kneipe zugemacht? Zugemacht nicht. Umgebaut wurde sie, ich glaube, vor 5, 6 Jahren vielleicht, 7. Ja. Aber ich bin hier geboren. 79 war ich auf der Welt und dann hat meine Mama gesagt, Mensch, super, drittes Kind ist da, machen wir uns doch selbstständig. Und seitdem bin ich hier in dieser Kneipe. Ich bin in dieser Kneipe auch groß geworden. Und es waren noch Zeiten, wo man noch in Kneipen geraucht hat und so, ne? Nur. Ja. Da hat man sich den Weg mit einer Machete zu seinem Sitzplatz, ja. hat man sich freigeschnitten. Und hast du dann auch die Teenagerzeit, war dann auch noch, also musstest du mitarbeiten? Ja, ja, klar. Ich habe die Tische sauber gemacht, ich habe Biergläser sauber gemacht. Und du musstest natürlich auch schon zwischendurch mal frech sein, weil wenn die breit waren, haben die natürlich auch mal einen frechen Spruch abgelassen. Ja, ja? Frech sein liegt dir aber gar nicht, ne? Nee, ich bin so schüchtern. Ja, da musstest du dich sehr überwinden. Ja. Und warst du unterhaltsam und bist dann auf den Stuhl gestiegen und hast ein Gedicht aufgesagt oder so, was man so als Kind macht? Nee, Gedichte nicht, aber ich habe dann freche Antworten zurückgegeben. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Also da hat meine Mama immer gesagt, du kannst nicht so mit den Gästen reden. Ja, deine Mutter spricht ja eigentlich gar nicht so. Sonst kommen die, doch, manchmal. Mal spricht sie wirklich so? 100%, wir können sie gleich anrufen. Das will ich hören. Ja. Ruf sie an. Ja. Weil immer wenn... Handy? Du hast mal... Kann ich mein Handy mal kurz haben? Also bei mir in der Show damals war es, ja. Da hast du gerade dein Bühnenprogramm sozusagen gestartet, wo du immer mit deiner Mutter geredet hast. Ja. Und da klang irgendwie so ein bisschen durch, dass die von sich selber glaubt, gar nicht so zu sprechen, wie du sie nachmachst. Genau, sie schimpft ja auch immer. Ich will hören, ob die wirklich so klingt. Ja. Wo ist denn jetzt denn? Mein Telefon kommt. Ah, dein Telefon? Hast du so ein, ist das das ist das neue iPhone, ne? Das kommt von selber. Ich habe jemanden, der extra mein Handy immer rausholt aus einem Tresor. Wegen der Daten. Verstehe. Da sind viele... Nacktbilder. Von wem? Meiner Mutter. Yasumana? Yasugishana. Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Nichts gemacht. Gar nichts? Warst du nicht draußen? Doch, mit dem Hund war eine kurze Runde.
Okay. Super. Mama, weißt du noch, als wir die Kneipe hatten hier am Bergischen Hof? Ja. Wie war denn die Zeit immer da? Das meiste denn die Zeit immer da. Wie war ich denn mit den Gästen immer? Das weißt du doch besser als ich, oder? Okay, sie spricht halt einfach also, genauso. Ich wollte nur mal Hallo sagen, Mama, ich melde mich später nochmal, ja? Liebe Grüße. Alles klar, Schatz. Liebe Grüße, ciao. Ich finde, es wurde eh Zeit, dass ich mal deine Mutter kennenlerne. Ja. Ja, wir kennen uns jetzt schon so lange. Bitte. Ich werde, bei unserem nächsten Treffen lernst du meine Eltern kennen. Oh, ja? ist das dann so wie beim Bachelor, wo man dann... Dann muss es Rosen regnen. Dann muss ich auch entscheiden, ob das dann längerfristig mit uns ist. So, ja, ist ja jetzt schon so oft. Also für Showbusiness sind wir ja quasi schon tief befreundet. Ja, wir können den Tag ja nutzen. Mal gucken, was du mir noch zu bieten hast. Ja, da kommt nicht mehr so viel. Mhm. Aber du kannst mal ein bisschen was von diesen Solingen zeigen noch. Ja. Was, wo gehen wir denn hin? Laufen wir noch ein bisschen spazieren? Ich würde dir gerne zeigen, wenn du magst, sehr gerne. Wo ich in der Oase, in der ich gespielt habe. Oh, unbedingt, sehr gerne. Möchtest du noch einen Ton haben, so einen richtigen Ton, den wir ja. da so dran tackern? Ja. Ja. Ich habe letztens einen alten Schulfreund getroffen, mit dem war ich in der Grundschule und der hat gesagt, Jotta, da sehe ich dich im Fernsehen und denke mir, das kann doch nicht sein, dass dieses Miststück auch noch damit Geld verdient. Du bist genauso wie in der Schule. Ja. So, und jetzt musst du aufmerksam sein. Ich bin die ganze Zeit aufmerksam. Hier ist die Oase meines Lebens. Links. Jotta? Ach, da bist du ja. Hier. Das ist eine schöne Oase. Habe ich immer gespielt. Ist das nicht schön? Ja, es ist, schön ist... Also für mich war es, ich komme hier hin und bin... Also es sieht natürlich ein bisschen heruntergekommen aus, aber ich sag dir ganz ehrlich, schau mal, hier habe ich meine Witzshow gemacht. Du hast schon ein Comedy-Programm gehabt? Ja, ich habe die Kinder hier hingesetzt, schau mal. Ja. Die haben aber mit ihren Füßen hier gar nicht runter. Also die waren so klein, dass diese Füße... Ja, so musst du sitzen. Und ich habe die hier alle aufgereiht bis hier vorne. Waren alles voller Kinder. Und dann bin ich hinter diese Garage gegangen, so... Und habe gesagt, seid ihr bereit für eine Witzshow? Ich bin bereit für eine Witzshow! Und dann bin ich rausgekommen und habe mir immer einen aus dem Publikum geschnappt. Zum Beispiel dich. Ich hatte einen, das war, glaube ich, mein witzigster Gag war, dass ich einen, der hatte ein Gipsbein mit Krücken, den habe ich nach vorne geholt, umgedreht und dann habe ich ihm so die Jogginghose runtergezogen. Wow! Ja, das war... Ah ja, das ist also die Art von Show, wo man nicht unbedingt als Publikum beteiligt sein möchte. Ich fand es großartig. Ja, bestimmt den auch. Den habe ich letztens im Supermarkt getroffen und da haben wir noch drüber geredet. Das ist ganz witzig, dass wir... Dass er jetzt traumatisiert ist. Er hat es nie vergessen. Er konnte mir auch nicht hinterherlaufen mit seinem Gipsfuß. Ja. Es war herrlich. Hast du noch so einen Witz? Kennst du noch einen Witz, den du in der Witzshow erzählt hast? Ich glaube, es war immer nur so auf Kosten anderer. Wirklich? Mhm. So hätte ich dich gar nicht. Ich hätte dich eher so ins satirisch-kabarettistische eingestellt. Ja, in dem Alter, ich glaube, ich war 6 oder 7 war es, habe ich dann eher, einen Putzebaum habe ich auch gemacht. Ich habe ganz viele Sachen hier gemacht. Aber du hattest schon immer den Drang, dich selbst zu exponieren und sozusagen zu unterhalten, ne? Ja, ich glaube, es liegt natürlich daran, wenn deine Eltern den ganzen Tag arbeiten sind. Ja. Und... ich habe meine Mutter und meinen Papa immer nur oben so hochgeguckt, weil die sich nie nach unten gebeugt haben, weil die nur arbeiten waren. Ja. Und dann musst du dir deine Aufmerksamkeit natürlich woanders holen. Also dann habe ich sie mir entweder in der Kneipe geholt und das ist natürlich jetzt alles lustig, aber es ist natürlich auch ein bisschen traurig an der Sache, weil du dann natürlich auch an traurige Sachen erinnerst. Zum Beispiel saß ich hier und um 12 gingen dann hier die Türen auf und dann wurden die Kinder reingerufen zum Essen und bei mir war das halt nicht so. Und dann, weil wir hatten keine Struktur, wir hatten nicht komm um eins essen, weil wir hatten ja eh die Kneipe. Und ich erinnere mich noch mal, dass ein Vater mal auf Italienisch zu seinem Kind gesagt hat, spiel nicht mit der. Wieso? Ja, weil ich immer draußen war. Ich war immer mit meinem Ball unterwegs oder mit meinem Spielzeug und habe dann immer gewartet, bis alle Kinder wieder irgendwann mal von ihrem strukturierten Zuhause wieder rauskommen, weil ich ja immer draußen war. Komm, wir gehen noch mal ein Stück weiter hier. Ja. Das war auf jeden Fall ein kleines, also ästhetisches Highlight. Ich würde wirklich sagen, wer braucht Paris, wenn es Solingen gibt? Hier vorne war ja ein Haus von einem Italiener, der hieß Einedach. Weißt du, warum der Einedach heißt? Warum? Weil der sich jeden Tag beschwert hat über uns, weil wir immer an die Garage mit dem Fußball, aber der konnte nicht so gut Deutsch und kam immer raus und hat gesagt, Einedach dieselbe Scheiß, Einedach. Und deswegen hieß der Einedach. Und wenn da der Ball im Garten lief,
Dann haben die nur mich gerufen und gesagt, Panayota, kannst du noch mal beim Ähnetag klingeln? Der Ball ist da drüben. Ah, da warst du so die, du die warst Mutti. Das Pippi Langstrumpf-Mädchen. Ja, du ja, der, ich war, ich hatte, ich, Miss No Fear. Ich hatte nie Angst und ich habe mich immer alles getraut. Ich hatte auch nie was zu verlieren. Hier ist einer, hier muss ich sagen, ist einer meiner Schulen, weil ich habe die Schule wie den TÜV alle 2 Jahre gewechselt. Ich habe auch einen neuen Schulstempel gekriegt wie der TÜV. Komm schnell. Du musst dich beeilen. Bereue ich dich? Wieso denn? Ich bin dann hier in der 7. Klasse, bin ich dann hier auf dieser Schule, das ist die Gesamtschule Friedrich-Albert-Lange in Solingen. Ja. Das ist jetzt ein Teil davon. Aber ich muss sagen, hier habe ich sehr, sehr viel von meinen Lehrern gelernt. Und hier bin ich, habe ich sehr viel Menschen, Lehrer mitbekommen, die mich sehr unterstützt haben. Mich in die Theater-AG gesteckt haben, mich von der Straße sozusagen geholt. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich nicht so gute Lehrer gehabt hätte wie hier auf dieser Schule. Weil ich, weil die erkannt haben, die hat Potenzial und wir müssen die so ein bisschen unterstützen. Das ist bei mir parallel dieselbe Geschichte. Ach, und das soll wirklich auch eine Motivation sein, dass wenn man ein auffälliges Kind hat, ja, dass man nicht sofort mit Restriktionen, mit Strafmaßnahmen kommt, sondern auch mal guckt, wo kommt das denn her? Und vielleicht hat es ja auch Talente, das es gerade nicht ausleben kann. Und bei mir war das genauso. Bei dem letzten Schulwechsel war das dann auch so, dass ich in die Video-AG kam, in die Theater-AG. Ich wurde Schulsprecher und Schülerzeitung und so weiter und so rum und war beschäftigt, habe keinen Scheiß mehr gebaut, genau, sondern konnte diese ganze Energie in dieses, ja, Zeug da investieren. Das ist auch eine schöne Geschichte und das ist auch, ja, was das dir geworden. Am Ende des Tages. Doch, ja, nee, jetzt mal ganz, also bei, ja, beim ganzen, ja, Käse ist es was geworden. Das, genau, heißt, man muss eigentlich an die Ursache statt nur die Symptome immer zu behandeln. Absolut richtig. Und jetzt hast du ja selber auch ein Kind. Ja. Und das heißt, du musst. Das liebe ich kaputt. Das liebst du kaputt? Oh mein Gott, wie kann man. Es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendetwas mehr liebe als mich selbst. Bedingungslose Liebe. Horror. Ich sag, ja, ich bin kaputt, ich gehe. Und ich habe das nicht. Ich bin nicht so der total emotionale. Ich bin auch nicht nah am Wasser gebaut oder so. Ne? Und jetzt gucke ich dieses Baby an und denke die ganze Zeit, ich gehe kaputt. Diese Liebe ist unendlich. Und was ist denn, wenn dieses Kind jetzt, ja, wird wie du? Schön, das wäre schön. Ich habe immer gesagt, hoffentlich sieht so aus wie mein Mann und hat meinen Charakter. Ich kenne jetzt deinen Mann nicht, aber ja, es wäre auch nicht schlimm, wenn es so aussehen würde wie du. Nee, doch, ich habe ja, also du siehst mich ja jetzt, ne? Ich habe die Haare gemacht, die sind gefärbt, die Nase ist operiert. Ja, also wirklich? Du hast eine operierte Nase. Ja, weil stimmt, du hast gesagt, du würdest aussehen wie ein Vogel mit der Normal. Ich kenne dein Auberginengesicht. Ja, Aubergine. Oder Aubergine. Pimmelnase, wie meine Mama das auch sehr nett gesagt hat immer. Seit wann hast du die operierte Nase? Ach schon, 2004. Und warst du davor schon mit der nicht operierten Nase im Fernsehen? Nee. Ich war da, 2010 bin ich erst ins Fernsehen, stimmt, gekommen. Das ist war ja 6 Jahre. Gefühlt bist du schon so lange dabei wie, ja, der Thomas Heck. Ja, war. So alt bin ich mittlerweile. Ja. Thomas Heck. Meine Mama hat gesagt, ich habe so eine Nase, weil ich als Kind immer mit 2 Fäusten in der Nase gebohrt habe. Sie ist auch wahrscheinlich ein großer Faktor, warum ich sie überhaupt operiert. Und was sagen, weil Eltern sind ja eigentlich immer dagegen, wenn man das Geschöpf, das sie selbst, also aus ihren Körpern herauskam, verändert. Ja, meine Mutter hat gesagt, das ist super, dass du machst, so hübsche Mädchen, aber so hässliche Nase. Wirklich, die ist wirklich, also recht direkt. Ehrlich? Ja. Also die hatte Mitleid hat sie gar nicht, das gibt's, bei uns existiert das nicht. Wirklich? Ja, das ist sehr traurig, ich weiß. Das klingt wirklich so traurig. Ich meine, du erzählst es super lustig und unterhaltsam, aber eigentlich hat lange Therapie gehabt. Ich habe 7 Jahre Therapie. Wirklich? Ja, Psychotherapie, was mir geholfen hat, damit gut umzugehen. Das, ja, genau, weil ich glaube tatsächlich, weil man kann nicht sagen, dass das nichts hinterlässt, oder? Nee, natürlich, es hinterlässt ganz vieles. Also wirklich, ich kann wirklich überhaupt ganz schlecht trösten, obwohl ich es will. Bei meinem Baby kann ich das, ne? Weil ja, ich lebe das kaputt. Ich kann nicht mehr. Wirklich, ich bin so ein besserer Mensch geworden auch dadurch, weil ich so viel Gefühl, ich habe Gefühle. Den ganzen Tag sage ich das. Ich habe so krasse Gefühle. Die kommen plötzlich, die waren nie da. Ich weiß nicht wo, die haben irgendwo geschlummert, aber jetzt verstehe ich so viele Sachen und ich habe einfach ja, diese Liebe, wahrscheinlich, die ich mit meiner Mama nicht hatte. Ich glaube, diese Liebe, die ich mit meiner Mama nicht hatte, die habe ich jetzt zu meinem eigenen Kind, die baue ich gerade auf. Also die erlebe ich jetzt und jetzt spüre ich einfach, mein Gott, wie schön ist es eigentlich. Was für ein tolles Individuum wäre ich eigentlich noch geworden, wenn meine Eltern mir ihre Liebe gezeigt hätten. Warte, ich muss das machen. Du machst mir die Tür auf. Ja, ach, bist du noch aus der alten Schule? Ich bin noch aus der alten Schule, Mädchen. Bedanke ich mich recht herzlich. Dankeschön. Verlangsamen. Hier wird geblitzt.
Ja, hier links wird geblitzt. Fahr langsam. Warte, du musst hier 30 fahren. Ich fahre 30. Aber nur bis zur Kurve, dann kannst du wieder Gas geben. Wo fahren wir denn überhaupt eigentlich hin? Wir haben gar keinen. Ich fahre einfach, wo du sagst. Keine Ahnung. Also, rennen wir vielleicht gerade durch? Fast. Aber du weißt, ich habe ein Kind und ich bin Autoverkäuferin und ich brauche einen neuen Autositz. Du hast noch keinen Autositz? Ich habe schon einen, ich brauche einen neuen. Weil die Füße docken da immer jetzt an die Rückseite von den Sitzen. Vom Kind? Ja, vorne. Also das geht nicht. Ich brauche einen neuen. Und ich möchte, dass das Baby jetzt vorne fährt. Weil ich habe das Gefühl, Baby hat keinen Bock mehr, so zu sitzen. Dann aber auf der Beifahrerseite. Seit ein paar Wochen ist Stress im Auto. Das will ich nicht. Und ich habe gehört, neuer Kindersitz ist wie neue Frisur. Ein neuer Kindersitz ist wie eine neue Frisur. Kann man jetzt einfach einen Kindersitz kaufen, wenn das okay ist. Ein Kindersitz? Ja. Okay. Ich kenne noch den Kindersitz von Lisa Feller. Ja. Wir können da mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, denn der hat mich traumatisiert. Ist das von deinem Kind hier? Ich werde oft gefragt, ob ich ein Haustier habe. Darf ich das zeigen, Lisa? Ja. Das ist Wahnsinn. Ist das normal? So. Wie geht denn das hier? Mein Herrentäschchen. Ach ja, du brauchst wieder deine Hand, da soll noch einer sagen, ich komme hier ohne Handtasche hin und wer hat hier ein Täschchen? Ja, das ist neu, jetzt habe ich hier. Was hast du da drin? Da sind mein Geldbeutel, mein Handy, mein Schlüssel. Taschentücher? Taschentücher auch, wenn ich weinen muss. Hast du Taschentücher dabei? Willst du, brauchst du eins? Das letzte Mal, dass ich geweint habe, ist doch bei meiner Geburt, ich habe es dir doch gesagt. Ich bin auch jemand, so ein Zufall. Aber wir haben so viel Gemeinsamkeiten. Ich kaufe auch gerne immer lokal. Ja. Das mache ich aber auch. Weil das ist die Stadt, wo ich Autos auch verkaufe. Unser Autohaus ist gleich hier um die Ecke. Und hier gehe ich dann immer. Oh, du kannst dich ja kaputt kaufen. Ja, ich sehe es jetzt schon. Ich bin völlig überfordert. Ja. Was sind denn diese coolen Kinder? Und weißt du, eins musst du wissen. Hier arbeiten auch die attraktivsten Mitarbeiter. Hallo, Frau Engels. Herzlich willkommen. Dich. Schön, Sie wieder bei uns. Ja. Grüßen zu dürfen. Gerne. Hallo, guten Tag. Ich habe heute jemanden mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay, dass ich mit der ganzen Entourage heute komme. Ja, sehr gut. Oh Gott. Wenn ich eine Rutsche sehe, muss ich eine Rutsche benutzen. Ich kann nicht anders. Es ist eine Rutsche, man muss sie benutzen. Sie ist da, benutzt zu werden. Ja! Okay, wir können weiter. Ich habe mein Kind auch gleich mitgebracht. Also unter den Möglichkeiten der Kindersitze haben wir die Reboarder. Das sind die, wo die Kinder so lange wie möglich rückwärts fahren. Das sind die, auch, weil das Kind rückwärts fährt, wie in der Babyschale, eigentlich am sichersten sind für den Nacken und so. Wir sind früher in dem anderen groß geworden, das ist auch kein Thema, aber unfallstatistisch sagt sich halt, rückwärts fahren, so lange wie möglich. Das nennt sich Reboarder. Wir sitzen auch deswegen rückwärts immer hinten. Rückwärts fahren heißt mit dem Rücken zur Fahrt. Ach so, genau. Ja, du musst die ganze Zeit rückwärts fahren, das wäre sehr unschwierig. Ja, das wird vielleicht Schwierigkeit des Kindes oder der Mama hervorrufen. Wir lassen das lieber. Wir fahren vorwärts. Wir fahren vorwärts, aber das Kind ist und rückwärts. Und das Kind muss leider weg von der Mama und guckt durch den Spiegel. Ist das sowas hier? Die Mama. Das wäre dann eine Möglichkeit, genau. Und hier wäre es dann, wenn wir sagen, Sie haben schon eine Babyschale und eine Base. Das nennt sich Base, die im Auto verankert ist. Und bis wie lange kann ich hier benutzen? Also ist es noch also vor oder nach bis ein Meter, Studienanbruch? Bis 1 Meter. Bis 1,5 Meter kann der Sitz benutzt werden. Also so groß wie du bist. Ich wollte gerade sagen, da kann ich eigentlich lang mit. Auf der Rutsche haben sie Platz gefunden, dann finden sie den Autositz auch. Viele Zuschauer wissen ja nie, wie groß wir sind. Hast du das auch, dass viele oft immer sagen, oh, Panayotti, du siehst im Fernsehen immer viel größer aus, oder? 1,10 Meter, 1,50 Meter. Genau, das wollte ich gerade kurz erklären. Ja. Er schafft es, also du darfst noch rückwärts, weil du überhaupt vorwärts fahren darfst. Das war alles illegal, was wir gerade eben gemacht haben. Ja. Okay, also das ist aber schon zu klein. Das für Neugeborene wäre, würden wir das in dem Fall jetzt für das Kind rausnehmen. Ist der dann dadurch günstiger? Nicht. Nein, sehr gut, das ist meine Panayotta. Ich hätte einfach so mal gefragt. Sehr gut. Wir haben ein Drive-In. Also Sie haben die Möglichkeit und wir empfehlen immer, Sie kommen mit dem Kind her, mit Ihrem Auto, wofür der Autositz sein soll. Ein Drive, ich gucke wir machen das Tor auf. Natürlich. Also ich hätte ja einen Leihwagen, wir könnten ihn da reinfahren. Ja, dann rein mit Ihnen. Sollen wir den Leihwagen mal reinfahren, so als Test? Nein. Ich habe ja nicht so ein Auto wie du, das nützt ja nichts. Stimmt, das du hast ja aber wenn er das Kind bekommt, mal so. Ich muss ja gucken, dass es in mein Lamborghini passt, das ist halt das Schöne. Ja, stimmt, ja. Und dann ist natürlich auch so tief und so, ne? Das ist natürlich... Haben Sie denn für den Lamborghini? Nein, jetzt aber... Ja, aber das ist wichtig, dass ich glaube, mit dem Auto komme. Ich glaube, dann funke ich mal meinen Mann an. Vielleicht kommt er mal eben vorbei
und bringt auch das passende Auto mit, Kind. Aber lass uns doch mal die ästhetischen Gesichtspunkte auch. Oder spielt das gar keine Rolle? Doch. Ich finde, wir haben jetzt die Sicherheit geklärt. Genau. Wir haben festgestellt, das Kind darf sogar schon vorwärts gerichtet fahren. Ja. Genau, also jetzt haben wir die Möglichkeit, wir nehmen trotzdem den Reboarder. Ja. Und wenn es doch noch sich damit beruhigen lässt, fährt es vielleicht einfach noch rückwärts. Ja. Und wenn es gar nicht geht, haben Sie die Möglichkeit, es in Fahrtrichtung zu stellen. Oder dass du eben einfach rückwärts fährst. Ich könnte auch rückwärts fahren, dann fährt das Kind wieder vorwärts. Genau. Aber ich will erschlagen gerade von der Auswahl. Aber genau. Ganz ehrlich, da gibt es immer noch Menschen, die dann einfach im Internet, das verstehe ich ja nicht, ne? Dass man nicht in so einen Laden geht und sich noch, ich liebe das, noch von einem Menschen sich beraten lässt, vor allem so netten, wirklich kompetenten, attraktiven Menschen. Ich komme ja gerne hier. Was bist du für ein Typ? Kaufst du auch noch gerne im Laden? Ich kaufe auch gerne im Laden und lasse bei mich bei dir in Karlsruhe beraten. Oder? Es gibt nur, da gibt es das große Innenstadtsterben. Alle Geschäfte sterben. Ja, genau, sterben, das haben wir auch hier. Deswegen versuche ich das auch zu kompensieren, indem ich kaufe eigentlich jede Woche einen Kindersitz, obwohl ich gar keine Kinder habe. Ja. Einfach nur, um die Geschäfte zu retten. Das ist er. Ne? Also, Sie sind ja der beste Kunde. Ziehen Sie doch hierher. Dann sehr, sehr gerne. Jede Woche. Ich nehme einen in Dunkelblau, weil passt zum Hemd. Also, für dich wäre doch jetzt eigentlich der Grund, damit du auch endlich einen Kindersitz kaufst, um Kind schnell zu machen. Das war mit den Vögeln, das hat schon geklappt. Die Frau ja. Bringt sie das hat schon öfter sehr gut geklappt. Sie haben gesagt, wirklich. Glaube ich. Also von meiner Seite. Darf ich mich hier draufsetzen? Ach, ich passe noch in einen Kindersitz. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin so fasziniert. Ich bin ein Kind, das in den 80ern seine Kindheit erlebt hat. Da war wirklich, da hast du als Kind einen Backstein in die Hand bekommen und wurdest auf die Rückbank gesetzt, damit du die Gravitation mit ausnutzt. So was gab es damals gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, bei uns in einem alten Wagen, drei Kinder hinten auf dem Weg nach Griechenland. Wir hatten so viel Gepäck drin, dass wir unsere Füße oben auf so festhalten mussten. Weil da unten Tonnen von Schafskäse, Olivenölfässern, Oliven waren, die wir mit nach zurückgenommen haben. Und auf dem Hinweg haben wir alle Produkte aus Deutschland, Geschenke gebracht. Was gab es da aus Deutschland? Was gab es da? Brot? Nee, es gab Waschmittel. Waschmittel. Hier, die gute Creme. Ne? Ich will jetzt keine Werbung. Also hier Nivea gab es, dann Handcreme, orthopädische BHs, Strümpfe. Was haben wir alles mitgebracht? Ist Deutschland bekannt für orthopädische BHs? Ja. Aber das passt irgendwie Weil auch. Meine Familie, die haben solche riesen Wassermelonen vorne. Ja. Und die brauchen die vom Sanitätshaus. Weil da muss ordentlich Pfund festgehalten werden. Und dann haben die immer, und die Krankenkasse verschreibt dir dann bei ab Doppel-Doppel-D, hast du dann sowas wie so einen Freischein. Und dann darfst du dir diese riesen Zelte holen. Ach, wirklich? Und dann gibt es ganz viele Tanten, die sind heiß wie Frittenfett auf diese neonbraunen BHs aus dem Sanitätshaus hier in Deutschland. Und da gibt es Bestellungen, auch Thrombosestrümpfe. Heute noch bringe ich Thrombosestrümpfe. Du bringst heute noch Thrombosestrümpfe mit nach Griechenland? Ah, da freut das man wünschen sich. Die sich. Oder Windeln, weil die dann so alt sind und dann immer durchnässen und die kosten ja immer. Dann bringe ich immer in meinem Koffer, wenn du meinen Koffer siehst, was da alles drin ist. Das ist eine ganz skurrile Zusammenstellung, aber auch irgendwie ganz sympathisch. Also wenn der Zoll mal meinen Koffer durchforstet, dann... Aber interessant ist schon, ne, aus Griechenland bringt man mit Feta, Oliven, Wein, Öl, Uso. Aus Deutschland bringt man mit Stützstrümpfe, orthopädische BHs. Mach dir mal Gedanken. Ja, wir müssen echt an uns arbeiten. Willst du dir den vielleicht kaufen? Ich behalte ihn für mich. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr kompakt und sehr gemütlich an. Aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich die Entscheidung doch mit Mann und Kind treffen. Das macht auch Sinn. Ich bin beides in einem. Ja. Das geht nicht zu. Ja, mach dir mal Gedanken. Ich kann noch ein bisschen Gurt nachgeben, aber dann ist nicht. Habe ich ein bisschen zugenommen? Mhm. Es gibt doch auch sehr fette Kinder, oder? Dass man die auch da. Es gibt. Die sind dann in der Fett-Kind-Abteilung. Die laufen. Ach, schade, ich hätte jetzt so gern gehabt, dass wir jetzt hier direkt mit einem Kindersitz rausgehen. Ja, ich muss ja anständig. Ich kann ja nicht was kaufen, was nicht. Ich warte jetzt. Mein Mann wollte eigentlich auch vorbeikommen. Ah, okay. Aber der fährt langsamer, fast so langsam wie du. Das heißt, ich war jetzt einfach nur, um dich in der Zeit abzulenken. Du warst mein Notstopfen kurz. Ja, mein Notstopfen. Ja. Ich hab klingt gedacht, ganz ich, falsch. du warst mein Lückenbüßer. Ja, das, ja. Ja, aber du hast dich auch jetzt gerade entpuppt als... Falsche Wahl. Nichts bös gemeint. Es war sehr schön. Wir können gerne noch mal eine Runde rutschen zum Abschluss. Komm, wir rutschen noch mal eine Runde zum Abschluss. Frau Eckes, mein Mann ist gleich da. Dann gucken dann wir uns was Schönes aus. Im Detail probieren. Vielen herzlichen Dank mit für Ihre Beratung. Mit einem Zwinkern haben wir auch nur orange vorrätig. Ja, passt. Ich kaufe ja meine Sachen. Ach so, das wäre gut. Wenn, guck mal, siehst du? Guck mal, da.
Wie gut das ja, passt. Also für Sie kannst du den Schuh bitte mal von dem Kindersitz runternehmen? Ja, ah, aber ist das da nicht so, auch wenn man angefasst hat? Muss ja, kaufen? Er muss ihn kaufen. Muss ihn kaufen. Ja, ja, bei Ihnen mache ich eine Ausnahme, aber er müsste ihn jetzt kaufen. Ich kaufe den. Pierre, du hast es angeleckt, also gehört es dir. Wirklich? Mach es nicht mehr. Hast du gesehen, dass ich ihn angeleckt habe? Ich hab's gesehen. Komm, wir rutschen noch einmal. Tschüss, Frau Edelkirsch. Dankeschön. Bis später. Bis bald. Ich nehme die große Rutsche, weil ich habe Angst, mit meinen langen Beinen anzukommen. Ich bin ja größer als du. Na, kriegst du die größere. Mann, aber ich habe Angst, ich würde dir nie widersprechen, weil ich einfach, das ist deine Autorität. Das ist schön. Eins, zwei, drei. Juhu! Meine Haare sind elektrisiert. Aber das könnte auch an dir liegen, ja, Lotta. Du bist elektrisierend. Oh, jetzt hast du auch Funken gesprüht. Ja, ich hab's dir doch gesagt, ich bin das Schärfste, was es in Solingen gibt. Okay. Soll ich dir helfen oder brauchst du einen Arzt? Das wäre sehr nett. Ella. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Ich möchte jetzt nicht deinen Mann kennenlernen, weil es würde mich demütigen, dass du ihn als besseren Berater für Kindersitze bevorzugst. Trotzdem war es mir eine Freude, dich zu sehen. Mich auch. Vielen Dank. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg hier beim Einkaufen. Danke, ich stöber noch ein bisschen. Ich stöber auch noch mal ein bisschen. Tschüss. Bei den Vögeln. Tschüss. Ciao. Ja, das war schon fast die allerbeste Folge, weil ich mit dabei war. Aber es gibt hier noch etliche andere, die mindestens genauso interessant, unterhaltsam und Geheimnisse aufdecken. Einfach Kanal abonnieren und vergesst das Like nicht. Ha 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 ha!